Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Display-Unboxing zusammen mit Games Island zu Drachen von Tarkir. Ja, Unboxing Season geht los. Ja, und hier hat keiner gegen die Kamera geschlagen. Wir machen es wie immer, wie die Videoüberschrift ja schon vermuten lässt. 4x9, so das Mittelding aus 6x6 und 3x12 hat sich irgendwie bewährt. Und wir machen uns erstmal unsere Piles hier. Wir haben hier 12, 12 und 12. Und nehmen wir von jedem drei weg. Zack, zack, zack. Mit den drei fangen wir auch an. Und dann die unteren lege ich mal hier hinten zur Seite. So, ja, ich hoffe, viele von euch haben den Pre-Release gespielt. Ich fand das Set sehr, sehr, sehr geil zum Limited-Spielen, muss ich gestehen. Und ja, hat richtig Bock gebracht. Und bevor ich jetzt hier anfange aufzumachen, die Community-Karte ist schon gefunden. Also für die Fanpost, wer Bock hat mitzumachen, der magische Karpfen heißt das Ding, glaube ich. Der Magic hat endlich einen Karpador. Wir machen ihn bestimmt mal auf. Ist, glaube ich, für 4 Mana, 2,5 ohne Effekt. So richtig Karpador macht Platscher. Und das Ding in Foil würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wer Bock hat, darf gerne mitmachen. Und wir starten mal mit Booster 1. Diener der Schuppe. Ja, mittelprächtig. So, Dragonfodder Reprint. Immer eine nette Karte. Ist auf jeden Fall gut. Die Giftbeschichtung. Nistplatz Bogenschützen. Gurmak Ertränker. Wache des Drachenauges. Die ist relativ solide, finde ich, als Defender. Antizipieren, richtig geil, finde ich. Kann man, also ich teste es gerade im Control, im Standard. 2 Mana, Spontanzauber. Schauen wir uns die obersten 3 Karten der Bib an, nehmen einen davon auf die Hand, den Rest unter die Bibliothek. Ist so ein bisschen wie Telling Time für Scapeshift Deck im Modern. Finde ich ganz solide. Wächter der Schatzkammer, Dekret des großen Lehrmeisters, Silunga, Magierfresserin, Gewitterschwingendrache, ja. Und die erste Rare ist Saruk, der Jagdrufer. Ja, das ist auch eine richtige Limited-Bombe, wie ich finde. 4 Mana, 5-4 mit gewaltig. Also wenn unsere Kreaturen Gesamtstärke 8 oder mehr haben, können wir einer Kreatur unserer Wahl Eile geben. Im Combat Step können wir natürlich auch ihn selber nehmen. Das ist richtig geil. 3 Mana legen wir den 3-2er. Grünen Bieter, den hatten wir jetzt hier nicht. Der mit gewaltig regenerieren zum Beispiel. Turn 4, den Sorak hinterher. Und wir haben eine Volllegion der Klone noch hinten drin. Schade, eine Voll-Mythic. Das ist aber die schlechteste Mythic des Sets. Schade, muss ich sagen. Ja, aber Sorak, wie gesagt, der ist auf jeden Fall eine richtige Bombe und kann man mitarbeiten und ja, ist auf jeden Fall ein netter Start. So, Booster Nummer 2. Boah, das ärgert mich. Legion der Klone am Anfang. Mythic Foil. Haben wir da schon die Chance auf unsere Super Bombe vertan? Rare Bombe, Morph Token. Klassiker. Ja, gucken wir mal. Quälende Stimmen, auch ein Reprint, auch ganz okay, mit dem Drachen als neuem Artwork, der, finde ich, ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber man kann ja nicht alles haben. Schwanzhieb, super geiles Removal im Draft oder Limited. Kreatur unserer Wahl schießt eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Schaden höherer Stärke, richtig, richtig geil. Hüter der Linse, naja. Die Dünenruferin, Funkeln, Blend des Eges, Ujata ist Odem. Hinterhaltschamane für das rot-schwarze Dash-Deck. Richtig, richtig geil. Immer eine Kreatur bei uns ins Spiel kommt, geht die +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Für 3 Mana 2/2, super geil. Kann man notfalls selber dashen für 4. Richtig geil im BW-Dash-Deck. Habe ich am zweiten Pre-Release gespielt. Sehr, sehr, sehr stark. Denkmal der Attacker. Herdenfresser-Drache und ein Nekromeister-Drachen als zweite Rare. Ja, der ist auch so. Naja. 5 Mana 4/4 fliegend. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir 2 bezahlen, kriegen dafür einen 2/2er. Schwarzen Zombie-Spielstein. Ist natürlich im Limited gut, aber ist auf jeden Fall eine der schwachen Rares. Djinn-Mönch-Token. Sarkans Zorn fand ich auch immer nett am Ende der Kurve im Pre-Release. War eigentlich ganz gut. Gruftschildkröte, Hüter der Lichtung, Fiole mit Drachenfeuer, alles ein bisschen teuer. Vulkanischer Ansturm. In die Mitte finden. Nochmal ein Antizipieren. Nachschub. Würdenträgerin der Pein, der Hexenmeisterin, Seismischer Riss, auch ganz nett, so quasi neues Pyroclasm mit teurer, also aber ganz cool. Und Berührung des Sonnenbringers, 4 Mana Hexerei. Wenn eine Kräftigung X an, wobei X gleich die Anzahl der Kreaturen auf unserer Karten auf unserer Hand ist, jede Kreatur, die wir kontrollieren und auf der mindestens eine 1-1 Marke schon liegt, kriegt bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. Ist ein netter Finisher. Ist sowas wie ein. Ja, ist sowas wie ein preiswerteres. Ja, ist sowas wie ein Overrun, würde ich sagen. Ist der Overrun der Edition, kann man nett in einem
in so einem Token-Deck vielleicht spielen mit Hordling Outburst und Dragon Fodder. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hier der Drachen, die drachengezeichnete Bärin, die ist richtig, richtig geil, auch vom Artwork finde ich. Super cooler Bär endlich mal, 3 Mana, 3-2, mit gewaltig kann man dann regenerieren. Habe ich eben als Beispiel mit Sorak gesagt. Die finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Der fegewegende Bolt fürs Dash-Deck, auch sehr nett. 2-2 Flying kann nicht blocken. Spinnenseidennetz, da habe ich auch auf dem Pre-Lease, erstes Spiel war so Junt Good Stuff bei mir, also der erste Pre-Lease. Und da hatte ich diese grüne Verzauberung für 5 Mana, immer wenn bei uns eine Kreatur mit Widerstand 4 oder mehr, oder die kriegen im Combat Step, alle die Widerstand 4 oder mehr haben, kriegen +2/+2 Wachsamkeit. Da habe ich das Spinnennetz mitgespielt tatsächlich, oder hätte es gerne gespielt, ist eigentlich ganz geil. Der Berserker finde ich auch ganz gut, der Spells billiger macht, wenn er einmal angegriffen hat, also einen Spell billiger macht, ist ganz nett. Schülerin der Uyatai, noch ein Hinterhaltschamane, auch wie gesagt super stark, Vakuumbö. Erbarmungsloser Todeszahn, 6 Mana, 4-4 fliegend. Auch finde ich ganz cool, immer wenn du wie eine Kreatur von auf einen Gegner auch eine Kreatur. Ist eigentlich ganz cool mit den Ausschlachten, also fürs Ausschlachten-Deck im Limited. Finde ich ihn ganz geil. Und Silumnas Befehl, ja, ich finde die Commands alle ziemlich gut. Also im Limited so oder so. Silumnas Befehl habe ich jetzt auch ein, zwei Mal im UB Control getestet, ist ganz gut. 5 Mana, neutralisierten Nicht-Kreaturenzauber unserer Wahl. Bounce eine bleibende Karte, Kreatur kriegt -3/-3 oder zerstört einen Planeswalker. Also es kombiniert Negate, dann Boomerang quasi, -3/-3, fällt mir jetzt nichts Spontanes ein. Ich wollte erst Byleth sagen, aber es ist nicht ganz. Und halt zerstört noch einen Planeswalker, also wie der zweite Teil vom Heroes Downfall. Super geil, finde ich. Also die finde ich echt stark. Die Commands. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Oh ja, da ist eine meiner Lieblingskarten, der Reprint. Duress, der Zwang. Gegner zeigt seine Hand und wir dürfen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte aussuchen, die abwerfen lassen. Super geil mit dem Artwork, gefällt mir richtig, richtig gut. Die muss ich mir, glaube ich, auch noch in voll suchen. Richtig geil. Säbelzahn, Vorreiter, ja, Fiole mit Drachenfeuer, das ist alles so mittelmäh. Wucht der Rechtschaffheit, Straßenquartiermeister, Diener der Drachenfürstin, macht alle Drachen einen weniger. Ziemlich geil, das Artwork ist auch ziemlich geil. Dieser kleine Goblin, der den ganzen, so Hirschköpfe und ein dicker Schinken ist da noch drauf, damit die Drachen halt richtig absnacken können. Ist halt schon geil. Vorrecht der Drachenfürstin als Rare, 6 Mana Spontanzauber, zusätzliche Kosten, wenn wir es wirken, können wir eine Drachenkarte vorzeigen. Falls wir eine Drachenkarte offen vorzeigen oder einen Drachen kontrollieren, wenn das resolved, kann es nicht gecountert werden. Ziehe 4 Karten für 6. Ist ganz nett. Und ein Vollswurm. Den nehmen wir doch auch. So. Na, komm schon. So, wie viele Booster haben wir noch? 4 Stück noch. Knapp über die Hälfte haben wir. Hinten noch Morph-Token rausgetan. Ein besiegen finde ich auch super. Ist so ein bisschen wie so ein schlechteres Smother. Aber fürs Limited ganz cool. Gipfelschreuner, Klassiker. Nochmal Sarkans Zorn. Blende Aegis. Digur Nemesis. So. Ja, das ist alles so mittel. Ultimate Prize, auch in einem schönen Artwork, finde ich. Zerstört eine einfarbige Kreatur. Super geil. Tanz der Himmelweisen, Torbrecher und faulige Erneuerung. Fand ich auch ganz nett im Pre-Release. So ist es eine sehr schwache Rare, finde ich. 4 Mana Spontanzauber, bringt eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Eine Kreatur unserer Wahl kriegt -X/-X, wobei X die Widerstandskraft, der auf diese zurückgewachte Weise die Karte, die wir zurückgebracht haben. Na, viel zu kompliziert beschrieben mittlerweile. Ist eigentlich ganz nett. Also, ist eigentlich eine schwache Rare, aber sie ist halt nicht schlecht. Sie macht Value und ist Removal in einem. Also, ich hab schon schlechtere Karten gesehen, sagen wir es so. Morph Token Mountain, alles klar. Die Ruhe verlieren. Ja. Damit habe ich auch einen getötet auf dem Pre-Lease. Ganz nett. Habe ich mir eine Attacker gesnackt und für 8 getreten. Ist ganz cool. Zwillingsblitz, frei aufteilbarer Schaden, ist immer gut. Plänkler fürs Dash-Deck, auch nett. Vergessenes Schicksal, Dekret des großen Lehrmeisters, Lehren der Vergangenheit. Ausdauernde Schuppenfürstin. Ich finde das ja geil, dass wir so Drachen im Ankommen-Slot haben. Sehr, sehr cool. Und strahlende Säuberung. Schicke eine mehrfarbige Kreatur, eine mehrfarbige Verzauberung ins Exil. Ist auch irgendwie gut. Mal überlegen, ob ich das nicht als One-Off im UW-Control spiele. Weil irgendwie ist die Karte gut. Irgendwie hat die was. Goblin-Token. Die sammle ich direkt. Spinnenseidennetz. Leibdiener auch lustig im Limited. Holt dann auch Karten zurück.
Lebendige Zauberfaust. Klassischer Name. Ich finde auch die Namen der Karten hier extremst geil gelungen. Wir haben sowas wie besiegen, platt machen, rösten. War sehr interessant auf den Pölis auf jeden Fall. Die Meuchlerin, 2 Mana, 2, 1. Kreaturen, deren Stärke größer als, ist als von ihr, können sie nicht blocken. Mit Megamorph für 3, wenn sie aufgedeckt wird, zerstört sie eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger. Ist eigentlich, ist ganz nett. Kreatur mit eingebautem Removal. So, und das letzte Booster. Ein Elsbeth-Emblem. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Eine Else hätte ich ja schon noch gerne. Und wir haben immer noch nicht den Karpfen gesehen hier. Das ist ja unfassbar. Oder ich habe ihn übergangen. Die Anwärterin, nochmal eine Bärin, ganz nett. Helferin der Selumgas, auch gut. 2 Mana, 2 ins Death-Touch, super Limited-Karte. Mystische Meditation, vergessenes Schicksal, Wucht der Rechtschaffenheit, Sicht des Unsichtbaren, Sturmfels Elementar und Attackers Befehl. Ist im Moment, glaube ich, auch das teuerste Command für 2 Mana Instant. Haben wir auch schon in den Spoilern drüber geredet. Es ist auf jeden Fall ein Skullcrack, also hindert live. 3 Schaden auf jeden Gegner und geht damit auch weiße Leylines. Ist eigentlich ziemlich stark. Wir können Land extra ins Spiel bringen oder alle unsere Kreaturen kriegen +1/+1 und Reach. Das Ding ist auf jeden Fall gut. Ist ein solider erster Start, die ersten 9 Booster. Kann ich jetzt nicht klagen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und vielleicht finden wir noch eine Else und auf jeden Fall müssen wir mal einen Karpfen aufmachen, damit wir uns den nochmal genau wunderschön angucken können. Und ja, das war das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht schaut ihr bei den nächsten rein und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.